Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Star Wars Battlefront. Wir spielen nochmal eine Runde Kampfläuferangriff, einfach nur, weil das in der letzten Runde gar nicht so schlecht war. Und das auf der Jundlandwüste, momentan 16 gegen 14, ist leicht unfair. Aber gut, was werden wir machen? Ach, ich bin hier hochgehüpft. Jetzt stehe ich da oben drauf. Ich springe senkrecht nach oben und plötzlich stehe ich irgendwo drauf. Die Logik. Aber gut, jetzt plumpse ich gleich nach unten, wenn ich einen Schritt nach vorne mache. Die Uplinks offline halten, natürlich jetzt auf Imperium-Seite und die AT-ATs verteidigen. Wir müssen diese Uplink-Station deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Ja, klar. Allerdings dauert das schon ewig, bis ich überhaupt da davon bin. Da ist ein AT-AT-Badge, den will ich haben. Ich will in den AT-AT, komm schon. Komm. Oh. Die ganzen Deppen mit ihren Jetpacks, die dann vorfliegen können und in AT-AT rein können. Ach, da kommt der Luke und der da hinten hat noch eine Granate geschmissen. Luke allein wäre eh schon schlimm genug gewesen. Ein Y-Wing ist eingeloggt. Das konnten wir nicht verhindern. Da hinten kann man in die Luft, aber ganz ehrlich, nee. Da bin ich einfach nicht gut genug, um da in der Luft zu bestehen. Von dem her bleibe ich lieber hier am Boden. Natürlich. Natürlich kriegt die mich noch. Das gibt's noch nicht. ATST ist immer gut. Ohne Kampfläufer schaffen wir das nicht. Ist unterwegs der Kampfläufer. ATST online. Die Rebellenbomber nehmen unseren AT-AT aufs Korn. Lord Vader wird uns helfen, diese Verräter zur Rechenschaft zu ziehen. Zielsuchrakete, teilt dein Schiff an. Ja. Ich würde mal sagen, da wurde ich leicht zerlegt. Da ging es plötzlich von allen Richtungen auf mich drauf und dann wusste ich nicht mehr, wo der Beschuss herkommt. Dann war es vorbei. Da ist niemand. Der hier ist offline. Ziemlich gut gesichert, also ich denke mal, der bleibt vielleicht noch ein kleines Weilchen offline. Hier wäre vielleicht Scharfschützengewehr ganz geil für bis nach da oben zum Treffen. Oder da oben. Aua. Da pfeifen die Cycler-Gewehre und was auch immer. Langstreckenwaffen hin und her. Kann ich auf so weite Distanz irgendjemand tracken? Nee. Ich werde nur von einer Impulskanone erlegt von da oben. Da mache ich mal folgendes. T21B. Nehme ich mal Scharfschützengewehr mit. Ist für die Position da drüben, wo ich gerade war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auch wenn ich dann trotzdem den Kopf einziehen muss, weil da Leute mit Cyclergewehr und Impulskanonen enorm gut umgehen können. Und die konzentrieren sich halt einfach nur auf einen Uplink. Haben den dafür die ganze Zeit. Haben schon 5 Y-Wings eingeloggt. Also das dürfte schwierig werden, da was zu holen. Ja, ja. Mann, aber ich habe den einen noch erwischt. Den einen, auf den ich geschossen habe, habe ich noch erwischt. Aber das sind einfach so viele. Man hat gar keine Chance, sich da irgendwie halbwegs gut zu decken. Warum konnte ich jetzt hier gerade was aktivieren, obwohl der deaktiviert ist? Das ist ja irgendwie voll der Witz.
sie. Unser Kampfläufer ist ungeschützt. Jawohl, einen habe ich erwischt. Immerhin. Der Kampfläufer braucht Schutz. Seine Schilde sind ausgefallen. Na, das war klar, dass der nicht lange überlebt. Ich wollte bloß probieren, ob ich den einen noch erwischt, aber der AT-AT ist den Rebellen war nicht so. Verteidigt ihn. Thermal Imploder ist immer schön. Brauche ich nur jemanden, an dem ich den einsetzen kann. Ich sehe nichts. Schilde werden reaktiviert. Oh. Ist noch verkackt. Ist er tot? Nehme an, ja. Okay. Das war eine heftige Runde. Der eine AT-AT ist fast komplett platt. Komm schon, bitte. Lass mich jetzt in den AT-AT reinkommen. Bitte, 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 bitte. Ja. Sehr schön. Bin in Position. Hui. Ja, meine Freunde. Dann schauen wir doch mal. Ein Hammer. Das Problem ist, dass die alles so sandfarben sind. Das heißt, da Gegner zu finden, ist echt nicht so leicht. Auch wenn es vielleicht ein bisschen leichter aussieht. Mit dem Imperator an unserer Seite steht unser Sieg fest. Feindlicher Wildwing visiert unseren AT-AT an. Keine Chance, irgendwie jemand zu treffen. Ich war gerade nur ruhig, weil ich probiert habe, mich hier irgendwie zu konzentrieren. Orbitalangriff mal da hinten irgendwo hin. Ich habe hier niemanden, den ich irgendwie töten kann, um hier im AT-AT drin zu bleiben. Von dem her kann ich da echt nichts machen soweit. Ich lande jetzt wieder hier. Da vorne käme ich in den ATS hier rein, theoretisch, wenn ich das erwische. Nein. Upsi. Ich aufpasse, dass mich mein eigener Kampfläufer nicht über den Haufen rennt. Die werden garantiert jetzt in der zweiten Runde fertig. Weil der eine ist ja quasi tot, da fehlt ja quasi gar nichts mehr. Und der hat ein Geschütz und noch einen Typ normal. Dazu, da habe ich keine Chance mit dem Scharfschützengewehr auf 2 Meter. Selbst wenn ich den im Kopf getroffen hätte, dann ist immer noch der hinter dem Geschütz da. Und der hat ja noch ein Schild vor sich, von dem her hätte ich gar keine Chance gehabt. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Sehr schön, den habe ich. So. Wo ist der hin? Der ist irgendwo da hoch, da komme ich nicht hinterher. Keine Chance. Die Distanz. Ich muss mal wieder eine andere Waffe mitnehmen. Auch wenn das vielleicht gar nichts bringt. Ich habe keine Ahnung. Nehme ich mal die A82C mit. Der ist tot. Da hinten lebt noch jemand. Der Rebellen visiert unseren Kampfläufer an. Ich gehe mal hier rein. Die Frage ist, wie lange ich hier drin überlebe. Wahrscheinlich nicht allzu lang. Feindliche Einheiten in der Zone. Rebellenschiffe eröffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Mann. Ich hatte ihn schon zur Hälfte runtergefahren. Dann kam leider die Tante. Hat auch noch ein Infanteriegeschütz hingesetzt. Dann ist jetzt die Runde wahrscheinlich gelaufen. Ich gehe trotzdem mal noch in die Luft. Auch wenn es vielleicht nichts mehr bringt. Ich bin unterwegs. Sie haben meinen Kampfläufer zerstört. Ich bin da echt nicht gut, muss ich tatsächlich sagen. Hier in der Luft, da bin ich erbärmlichst. Da
muss ich gucken, dass ich selber nicht crash. Das wird wahrscheinlich wieder passieren am Ende. Naja, zumindest kommt es nicht mehr dazu. 4 zu 10. Schöne Runde Kampfläuferangriff, ganz okay, aber Punkte habe ich nicht so viele gemacht. Naja. Ja, war eine enorm kurze Runde, damit auch ein enorm kurzer Part. Tut mir leid, aber ja. Ich belasse es jetzt erstmal dabei, dann kann ich auch mehr Parts noch aufnehmen, bis dann Far Cry Primal rauskommt. Ich würde sagen, das war es dann auch wirklich jetzt von diesem Part hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen, bis dahin. Ciao, Leute.